Hallöchen, da sind wir wieder. Und es geht weiter. Jetzt sind wir auf dem Weg von der Insel runter. Zumindest war das Gespräch in der letzten Folge am Ende. Und wir haben sehr unschöne Dinge gesehen und wollen die ganz schnell wieder vergessen. Was uns natürlich nicht gelingen wird, wenn wir uns das hier alles so angucken. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier von diesem, ich sage mal, verfluchten Ort wegkommen. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Oh, er ist tot. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Oh. Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Oh, oh. Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Wir haben wohl keine Wahl, wenn die Wache den Befehl hat. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert, du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Um zu glauben. Zeigt uns den Weg. Wieso habe ich das Gefühl, dass auf dem Weg irgendwas passiert? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich. Mein Held. Schnell! Bevor sie zurück. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Habe ich's gesagt? Zurück! Oh! Oh, Flammenwerfer. Den wir gesehen haben. Ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer. Jetzt seid ihr sicher. Wir haben es mitgebracht. Du brauchst uns keinen erzählen. Aber das hast du nicht von mir. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Die Insel war so schön. Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hier mit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Alle nicht Kommandanten rein! Und meine Sachen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Ja, viel das griechisches Feuer. Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Leben immerhin noch. Es brennt! Das sind die, die gebissen wurden. Nein, ja, bald breitet es sich aus. Nein! Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Er wird zum Tode verurteilt. Sei vernünftig. Das sind die Ratten aus dem Es kommen noch mehr Verletzte. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder!
sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Gerade erst los. Psch, bitte. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hört euch. Warum bringt er uns um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet zu ihm. Danke für die Eskorte. Ach übrigens, ich habe viele, viele von deinen Kameraden getötet. Ja. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Was für eine Spur? Die Insel. Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja. Im 6. Jahrhundert. Übelst gefoltert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber es begann also hier, mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja, Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will, wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort muss sich sicher fühlen und als Familie zusammen sind, vielleicht hört die Pest auf. Oh no! Entschuldigung. Mit der Zeit. Das war keine Absicht. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Ja, aber hundertprozentig. Die Frage ist nur, gut, wie lange. Bringt mich zu ihm. Folgt mir. Wenn der mir eine Schelle gibt, da stehe ich aber nicht nochmal auf. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar. Werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf. Guck nicht so. Ich sehe immer noch. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will.
Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Oh, aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein gelenkt, muss. Verzeihung. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Oha. Na super. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Liebe den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber Ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liebt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily. Meine Priester. Ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Na klasse. Jetzt habe ich ein Problem. Da? Nimm dein Schicksal an! Ist gleich einen über die Rübe, du Sack. Miststück! Sag ich doch. Lauf! Na super. Bin ja richtig schnell unterwegs. Komm zurück! Zurück zu ihnen! Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Scheiße. Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Doch, mein Leben! Fahr unser zur Leben! Hölle, Arschloch! Na. Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich! Du wirst sterben wie ein Köter! Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Oh! Wo er ist er? Er war jetzt sie? Aber flott. Hinter der Ampel! Nein, sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! So. Nur jetzt. Ja, dein Ernst? Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Ach toll, Ketten. Ja, zack. Du kriegst mich nicht. Wo muss ich raus? Da oder hinten? Komm da raus. Hast du? Nein, nein, nicht hier rein. Nein, falsche Seite. Ach, verdammt. Ich wollte vorne raus. Was soll das denn? Verdammte Steuerung, ey. Hinter der Ampel! Sei still! Alle raus hier! Bleib außer Sicht! Komm schon! Beenden wir es! Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Ja. Doch sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen! Ich hab gesehen, dass du voll einer an der Klatsche hast. Und zwar gerade eben. Bist du wieder zurück da, oder? Gucken, wie sein Weg ist. Hey, oh, shit. Zurück. Halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Mua. Verdammter Sauknochen. Oh shit. Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl, Scheißkerl. Ja. Wären wir doch mal zum Wasser. Oh shit. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, ey. Bleib weg von mir.
Verstehst du nicht? Das alles ist größer. Nein! Nein! Ich hätte mich dazwischen verstecken müssen. Oh Mann, ich wieder von Anfang an. Gott sei Dank. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Aber. Ja. Wie? Warum? Verstehst du nicht? Gott, ist doch nicht dein Ernst. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Weg, 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 weg. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib lass mich in Ruhe. Gib deinen Bruder auf. Kommt er jetzt wieder da durch? Ja, kommt da. Okay. Nein, nein, er geht da rein. Das war knapp, ey. Das war richtig knapp. Da bin ich rausgekommen gerade. Wo muss ich jetzt lang? Scheiße. Da hinten muss ich durch. Oh. Verdammt, Dax. Lauf. Och, Mensch. Das geht doch schneller. Verdammtes Rotzgör. Artet schon wieder ein Stress aus hier. Die Leute ja. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Ah, verdammt, da müsste ich auch durch. Ach Gott! Langsam wird's nervig. Jetzt wird es nervig. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Ja, auf der anderen Seite. Komme ich da jetzt dann durch? Wieso komme ich da nicht durch? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Da muss ich durch. Ich muss zu dieser anderen verkackten Tür. Da ist es auch weiß. Also bitte, warum komme ich denn da nicht durch? Und da kann ich... ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Steuerung ist einfach kacke. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Ich vermute, da kann ich auch nicht mehr raus. Gib deinen Bruder auf. Es könnte so einfach sein. Du Irrer! Hier bin ich hergekommen, also ist das. Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Ah, okay. Du hast so lange eine hätte Lüge so gelebt, einfach sein können. Dass du die Wahrheit nicht mehr siehst. Mensch. Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur sie hält diese Welt am Leben. Wir beschützen deinen Bruder vor dir. Ja. Genau. Beschützt du mal. Fahr zur Hölle! Du Schwein! Na. Ich muss die anderen finden. Schnell. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Okay, das war doof. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Ja, das würde ich auch sagen. Muss ich jetzt lang? Der wird ja gleich wieder irgendwo aufkreuzen hier. Mit Sicherheit. Oh, noch so ein... Oh, verdammt, das ist zu laut. Hör auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Für mich? Ja, er sieht mich. Ich muss ihn abschütteln. Lalalalalala. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich muss auf die andere Seite. Das ist aber auch laut. Er leckt mich am Popo. Hier ist nochmal so ein Ding. Läuft aber auch rum als... Weiter, du schaffst das. Gott, bist du laut, Mensch. In den Zellen einsperren. Du könntest ja... Wie willst du das denn machen? Komm her. Ja, komm. Du sitzt hier fest. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Kein Ausgang. Mach zu die Tür.
das hier das gewesen? Ja. Verdammtes Geräusch. Bisschen vielleicht. Leute, habt ihr das gesehen? Scheiß die Wand, dann war das knapp. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Mein Gott, ey. Halt deine Klappe! Dass hier so scheiße läuft. Ich denke, die Schulter wäre nur im Arsch. Du erinnerst mich an war anstrengend, aber bitte. Mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Geh doch schneller, ey. Ich kann nicht. Ja, doch, du kannst. Nicht. Jetzt beweg dich, ey, jetzt. Ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, geh schneller. Lukas, sie müssen hier weg, auch wenn es weh tut. Doch gar nicht. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Blutrausch. Das schreit nach Blut. Oh, ich hört. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich? Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Ah, ganz toll. Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Super! Klapp ja. Scheint ein bisschen schwer zu sein, das Schwert. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet so viel, Feigling! Los, behaupte dich. Wenn wir Schwerter tauschen, dann ist es leichter. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wow! Wer bist du? Als ob die nach so einem Schlag noch stehen würde. Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Hört auf! Bitte, hört auf! Meine Haare! Nein! Von einer Mutter zur anderen.
Genug gespielt, Victor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark, eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden, muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Na, ganz toll. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... So? Amicia? Mama? Amicia? Und jetzt geht's wieder so langsam voran hier. Na super. Lukas? Wo seid ihr? Wo sind denn nur alle? Dreifach so viele Schritte, wie die Treppen lang sind. Auch hier sind wir vorhin auch durchgelatscht. Ist oh Gott. Ist das ein Traum? Nein. Oh, ich hoffe, der sieht jetzt nicht seine tote Mutter. Dann geht die Post ab. Oh, dann geht die Post ab. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh Mist, sie sind noch da. Ah ne, da, oder? Doch. Oh. It. Was tut ihr da? Jetzt geht's rund. Emily? Oh, mein liebster Junge. Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Ist sie tot? Nein. Nein, geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück, bitte. Jetzt habt ihr ein Problem. Wow. Was? Mein Herr, wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein! Aber was machst du? Bitte nicht! Bitte! Ich bin die bessere Mutter! Ich bin die du bessere brauchst Mutter! Mehr. Du brauchst mehr Ratten! Bitte! Woher sollte er immer aufhören? Jetzt sagst du, du brauchst mehr! Erledige sie! Ruf mehr!
Visiere ein Ziel an und... alles klar. Guck mal, wie der geflogen ist. Was ist das? Gut. Feuer. Sie wollen nur sie. Still. Ja, Feuer. Und trotzdem kommen sie. Ja, versuch's. Ich warte auf euch. Weiter, es funktioniert. Es kommt. Aber sowas von. Jetzt geht die Post ab. Jetzt geht die Post ab. So langsam wird's kritisch. Ja, reißt sie in Stöcke. Gut. Sehr roter Bereich, in dem man da gerade ist. Ja, so ist es schön. Geschafft. Jetzt bist du dran, Emily. Jetzt vergießen wir dein Blut. Emily, nein! Nein! Nein, wir müssen verschwinden, Herr. Es ist Lass zu spät. Mich los! Lass mich los! Ihr habt's verdient. Nein, die Menschen brauchen euch doch. Herr! Geht zu ihr, komm. Geht zu ihr, du Schweinehund. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Ich beende das. Wart's ab. Oh. Amicia? Da haben wir die Antwort. Nein, Amicia, wir konnten ihnen nicht vertrauen. Zu looten. Ich bin hier. Oh nein, Hugo. Hugo. Nein, Hugo. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, trag ihn. Antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an! Sieh nur! Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Erfolg. Jetzt holt tief Luft und steh auf.
Gut gemacht. Also ich möchte getragen werden. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Doch schon so leicht beängstigend, wenn er einen nur anguckt, ohne zu reden. So voll in Trance irgendwie. Aber ist auch egal. Wir machen in der nächsten Folge weiter. In dieser Folge war es ja wieder sehr ereignisreich. Langsam wird es auch wieder spannend so ein bisschen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.